Jungs, hört euch das an. Als Jeffreys gesagt hat, wir campen am Ehren Hollow, wusste ich, dass der Name in Abrahams Tagebuch steht. Ey, hol dir mal ein neues Buch. Ich hab welche auf meinem Handy, kostenfrei. Hier irgendwo hat er ihn damals gesehen, den Werwolf, den er auf dem Feld erschossen hat. Was ist denn? Er hatte gebildet. Ich hoffe, Maddie hört jetzt nicht zu. Der Kaninchen erwischt und Feuer gemacht. Warum? Worüber redet er? Das Tagebuch seines Vorfahren. Der Geruch zog eine der Bestien an. Er hätte sie sofort erschossen, aber er hatte sein ganzes Schießpulver verbraucht, um das Feuer zu machen. Er konnte ihre Augen im Schein der Flammen sehen. Was sagt er? Er suchte den Wald ab. Es geht um William. Deinen Vorfahren. Aber der Werwolf war verschwunden. Der getötet wurde. Shh. Es war also ein magischer Werwolf. Nein, du Idiot. Er ist verschwunden, weil er hier oben eine Höhle hatte. Eine Werwolfhöhle. Und ich werde sie finden. Liam wird sie finden. Unglaublich ist das. Hast du das gewusst, Maddie? Maddie. Ich gab Geheimnis, das ich mit mir trag, kein Wort über die Lippen dreht. Rasendes Herz, alte Kreaturen, neuer Schmerz, durch meine Adern Wolfsblut rinnt, durch meine Adern Wolfsblut rinnt. Ich sag dir, mir ist kalt. Du hättest warme Unterwäsche anziehen sollen. Dieses Zeug ist der Wahnsinn. Was ist das? Black Pudding. Kommt her, ihr drei, und wärmt euch auf. Wir fühlen uns hier wohl, Sir. Danke. Ist ein bisschen zu heiß da drüben. Na schön. Miss, was ist im Black Pudding drin? Hafer und hauptsächlich Blut. Blut? Das ist ja eklig. Doch schon Vampire. Fast viel Eisen drin. Mädchen, der Orientierungslauf steht an. Ihr braucht ein gutes Frühstück. Esst Frühstücksflocken oder Bohnen. Ihr wollt also Liams Werwolfhöhle suchen? Absolut nicht. Ich dachte, du willst das machen. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Liam glaubt, er weiß es. Er wird es uns nicht sagen. Es steht in seinem Tagebuch. Ich schleiche in sein Zelt und fotografiere es. Hast du das mit dem Skelett vergessen? Willst du das alles nochmal durchmachen? Es ist vielleicht Williams Höhle. Er hat zu meinem Rudel gehört. Wenn er da draußen gelebt hat, will ich was darüber wissen. Hier, du behältst Liam im Auge. Jana, kannst du mir bitte noch ein paar Holzscheite bringen? Es ist doch so, Jimmy. Es geht um die Einstellung. Das ist das Allerwichtigste. Jana, die Scheite. Jana, was ist denn mit dir? Feuer. Das hat sie absichtlich gemacht. Seht euch meine Hose an! Weißt du denn nicht, wie gefährlich so etwas ist? Aber Sir, das wollte sie doch nicht! Er hat okay. nicht mit ihr gesprochen. Okay, okay. Jetzt Mist. Beruhigen wir uns mal alle. Wo ist Liam? Was machst du da? Gib mein Tagebuch her! Tut mir leid, ich hab dich gestern Abend reden hören. Über die Werwolfhöhle. Das war ein privates Gespräch. Es gibt keine privaten Gespräche in einem Zelt. Ich fand es irgendwie interessant. Ja. Glaubst du mir jetzt? Ich glaube, dass du ein Tagebuch hast. Willst du mitkommen? Und mir bei der Suche helfen? Danke, aber das geht nicht. Tut mir leid.
Okay, Leute, kommt her, es geht los. Stellt euch auf, nur macht schon. Du gehst nicht mit Liam los? Natürlich nicht. Ich habe Fotos von der Karte in seinem Tagebuch. Ich bin dort, bevor er auch nur in der Nähe ist. Okay, zwei Worte. Gesundheit und Sicherheit. Die Gruppen bleiben zusammen. Sie teilen sich nicht auf. Für den Fall, dass etwas schief geht, hat jede Gruppe ein Walkie-Talkie. Warum denn, Miss? Wir haben doch Handys. Wir sind doch nicht blöd. Wir wissen, dass ihr GPS drauf habt. Gebt sie hier. Los, macht schon. Jana? Kein Handy, keine Fotos, keine Karte. Hilf mir, Tom. Mein Handy kann ich nicht. Du auch, Kara. Ich brauche mein Handy. Ihr werdet den Kompass verwenden und die Karte, die euch zur Verfügung gestellt wird, um euren Weg entlang der Route zu finden. Wenn ihr eure Aufgaben über Rasterbezugspunkte und Kartenlesen gemacht habt, sollte es keine Probleme geben. Auf jeder Route gibt es drei Wegmarkierungen. Die erste Gruppe, die zurück ist, gewinnt. Und jetzt suchen wir die Gruppenführer aus. Miss Parrish, übernehmen Sie das? Gruppe 1, Katrina. Miss, ich habe Hunger. Zu spät. Wenn ihr nicht zurückkommt, wir suchen euch nicht. Also keine Werwolfhöhle heute. Doch, wir gehen mit Liam. Wir? Wenn er in die Nähe der Höhle kommt, kannst du ihn weglocken. Oh, Matt. Wie ein Lockvogel. Kommt schon, gehen wir. Ich hab genug. Das wird schon. Du weißt ja, wie es heißt. Sei deinen Freunden nah, deinen Feinden noch näher. So nah auch wieder nicht. Sir. Sind Sie sicher, dass ich Gruppenführer sein soll? Absolut. Ja, aber... Tom, ich möchte, dass du was beweist. Ja, aber meine Dyslexie... Ach, komm schon. Wo sind die drei Ks? Wir könnten ohne sie gehen, Sir. Und doch gewinnen. Auf keinen Fall. Katrina ist eure Gruppenführerin. So leicht kommt sie nicht davon. Können wir jetzt gehen, Miss? Nein, ihr geht alle gleichzeitig. Warum seid ihr immer noch da drin? Wir gehen nicht. Wir können in der Wildnis nicht überleben. Kilometerweit keine Läden. Und gefrühstückt haben wir auch nicht. Kara... Als Schülersprecherin solltest du ein besseres Beispiel abgeben. Um ehrlich zu sein, Sir, ich glaube, ich werde zurücktreten. Wieso? Ich habe das Vertrauen in Sie verloren. Sie haben gesagt, Sie bringen meinen Vorschlag mit der Uniform beim Direktor vor und Sie haben es nicht getan. Er wird das nicht gutheißen. Und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Tja, dann bleiben wir hier. Das ist Erpressung. Nein, Sir. Das ist Besänftigung Ihrer Schülerin, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Okay, ich spreche mit dem Direktor und jetzt beeilt euch. Und wir kriegen was zu essen. Ihr könnt euch was einstecken. Danke, Sir. Wir sind der Beste. Was treibt ihr denn? Komm schon. Jetzt macht schon. Wir sind ja da. Ich bin der Chef. 3, 2, 1. Rennt doch nicht so. Warum ist Willian bei uns? Er wollte mitgehen, da habe ich es mir anders überlegt. Immer weiter. Weißt du eigentlich, wo wir hingehen? Ja, das weiß ich genau. Richtung Süden. Ihr drei vorn dran, das ist ein Witz. Klappe halten, wir haben die Karte. Seht ihr die zwei Felsen? Ich glaube, das sind die hier. Glaubt mir, wir müssen hier lang. Ich glaube, wir sollten da lang gehen. Tom, wir gehen darüber. Warte mal, Jeffries hat gesagt, wir sollen uns nicht aufteilen. Die wollen doch seine Werwolfhöhle finden, oder? Au! Halt die Klappe! Liam, Maddie und Rydian. Ich glaub's ja nicht. Ist das für dich okay, Tom? Wenn wir nicht disqualifiziert werden... Wir holen euch ein. Wie denn? Er ist der Kartenmann. Glaub mir, wir finden euch. Nehmt ihr alle Verblödungspillen? Werwölfe gibt es nicht. Wie auch immer, niemand bittet dich mitzukommen. Würde ich sowieso nicht. Gut. Au! Hey, ich hab was gut. Tut mir leid. Gehen wir. Wenn ein Kompass nach Norden zeigt, warum zeigt er dann nach Westen, wenn ich mich drehe? Die Nadel zeigt immer nach Norden, egal was auf der Skala steht. Und warum steht dann da was drauf? Das ist doch zu blöd. Los, gib ihn mir. Erst nimmst du mir Harry und jetzt willst du auch noch den Kompass? Nein, nein, nein. Oh, ich könnte euch in der halben Zeit zum Ziel führen. Wie ich höre, konntest du nicht mal an Jeffreys Feuer vorbeigehen, ohne zusammenzubrechen. Ja, ich werde nicht zulassen, dass du diesen Kompass kriegst. Ich brauche keinen Kompass. Sogar Katrina weiß, dass man einen Kompass braucht. Was soll denn das werden? Wenn ich dafür sorge, dass der Pfeil auf das S zeigt, dann weiß ich, wo es lang geht. Oh, ich weiß es! Oh, toll, wie schön. Angenommen, wir würden die Höhle finden. Was würdest du dann tun? Zur Abwechslung mal über die anderen lachen.
Okay, aber was würdest du tun? Ich weiß nicht. Fotos machen, Dr. Whitewood anrufen, es jedem sagen, ich weiß nicht. Kommt drauf an, was wir finden. Gut. Nehmen wir an, wir finden dort einen echten Werwolf. Hör auf, ihn zu nerven, Matt. Wir werden sowieso keinen Werwolf finden. Das weißt du doch nicht. Okay, sagen wir, du findest einen. Was machst du dann? Lässt du Experimente an ihm durchführen? Ist das wichtig? Aber klar ist es das. Es geht doch nicht, dass man an Menschen Experimente durchführt, oder? Das sind keine Menschen. Das kannst du doch nicht sagen. Nimm mal an, ich wäre es. Nimm mal an, ich wäre Matt. Ein... Also wenn ihr euch weiter streitet, gehe ich wieder zurück. Sie hat angefangen. Es ist, als würdest du das alles persönlich nehmen. Ach was, es ist nur so, ich mag Menschen und ich mag Tiere, okay? Das ist alles. Ich doch auch. Aber ein Werwolf, der ist weder ein Mensch noch ein Tier. Er ist ein Monster. Ich glaube, du hast recht, Liam. Ja, du bist der Experte. Was soll denn das? Ich kann nicht... Er macht mich einfach wütend. Ich hasse die Natur! Im Ernst, wir gehen nicht nach Süden. Woher willst du das wissen? Efeu! Wer ist Efeu? Ihr imaginärer Freund. Das ist Efeu. Und er zeigt nach Süden. Und woher weiß Efeu, dass da Süden ist? Er ist bescheuert, genau wie Sie. Das ist nicht bescheuert, das ist ganz einfach. Der Efeu zeigt nach Süden, weil... Die Wurzeln wachsen auf der Schattenseite. Ja. Auf der Schattenseite, da bleibt nämlich die Erde feuchter. Aber die Blätter brauchen Sonnenlicht. Also wachsen sie auf der Seite, die dorthin zeigt. Mhm. Oh. Süden. Ich glaube lieber meinem Kompass statt zu einem modrigen Efeu. Danke für deine Mühe. Süden. Tralali. Also dann. Die Wegmarkierung müsste hier sein. Aber sie ist nicht hier. Tom, du musst uns anderen die Karte geben. Ich bin der Gruppenführer, Jimmy. Aber du führst uns in die falsche Richtung. Bitte. Dann mach du es doch. Also, gebt es doch zu. Nein, wir haben uns nicht verlaufen. Seht mal, da ist der Fluss. Wir gehen in die falsche Richtung. Ich habe das mit dem Arm gemacht. Er hat nach Süden gezeigt, dann bin ich dem Pfeil gefolgt. Der Pfeil zeigt nach Norden. Das war vor der schicken Armsache. Wir sind die ganze Zeit nach Norden gelaufen, habe ich recht? Was ist kaputt? Nein, ist er nicht. Oh. Aber jetzt. Gehen wir. Ihr wollt doch gewinnen, oder? Scott! Sucht nach zwei Felsen. Wie ein Durchgang. Ich verstehe das nicht. Das müsste hier sein. Wir können ja trotzdem nachsehen. In 200 Jahren kann sich viel ändern. Wir haben die erste Markierung! Wir haben die erste Markierung! Ja. Wir gewinnen! Kann uns Efeu auch zur nächsten Markierung führen? Ja! Champion! Komm schon, Jana! Wenn dein versifftes Moos oder was auch immer das kann, dann zeig uns den Weg, ja? Pfützen sind auf der Westseite schmutziger. Mit Schmutz hat sie es ja wirklich. Sie ist wie ein Hund. Ja, verstehe. Der Wind kommt von Osten. Daher bläst er den Schmutz zur Westseite. In Klartext, ihr Freaks! Da lang müssen wir. Das habe ich verstanden. Nein, hier ist es nicht. Warte mal. Nein, es muss da drüben sein. Maddie, hast du was gesehen? Was? Nein, ich... Die Felsen. Was hast du vor, den Ruhm allein zu ernten? Du spinnst doch total. Genau hier ist die Höhle laut Tagebuch. Ist ja super. Matt, ich dachte, der Plan wäre, ihm nicht zu zeigen, wo sie ist. Hier ist nichts. Dein Vorfahr hat sich wohl geirrt. Nein, es muss einen geheimen Eingang geben. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass er sofort ins Auge fällt. Da steht, die Höhle ist genau hier. Liam, wir sollten jetzt lieber zu Tom stoßen, bevor er zur Basis geht. Hey. Hör mal, wir wissen jetzt, wo sie ist. Wir bringen Liam weg und kommen später wieder her. Aber sie ist doch hier und ich... Wow. Jetzt sei mal ganz ruhig, okay?
gebrochen. Das tut echt weh. Kannst du dich bewegen? Nein, mein Bein ist eingeklemmt. Bleib ruhig liegen. Wir holen Hilfe. Glaubst du, wir kommen da runter? Und was dann? Wir kommen doch nie wieder rauf. Wir müssen Jeffreys holen. Ich muss total behämmert gewesen sein, dich nicht daran zu hindern. Schon gut. Das ist deine Schuld, Maggie. Ja, ich weiß. Wo willst du hin? Unsere Gruppe ist näher als das Camp. Helf mir. Und was soll das bringen? Walkie-talkie. Ich kann mein Bein nicht bewegen. Liam! Radian holt Hilfe! Es ist dunkel hier unten. Wirf eine Lampe runter. Werwolfhöhle sein. Da sind überall Gänge. Das ist bestimmt nur der Bau von einem Dachs. Nein, ich sehe überall Stützbalken. Dann wird's wohl so eine alte Mine sein. Das haben Werwölfe gebaut. Niemand hat es gesehen, weil es unter der Erde ist. Kannst du dich irgendwo festhalten, um dich hochzuziehen? Liam! Liam! Du musst mich hier rausholen! Halt dich still! Ich sehe mal, ob ich einen anderen Eingang finde. Wirklich ein Dachs. Das hier muss hinter all den Geschichten von Shannons Bestie stecken. Können hunderte von Jahren lang Werwölfe gelebt haben. Maddie? Bist du noch da? Maddie, hörst du mich? Maddie, irgendwas ist hier. Ich kann es hören. Maddie, es kommt auf mich zu. Es ist ein Werwolf. Verzieh dich. Beruhige dich. Ich bin ja da. Hast du ihn gesehen? Wen denn? Den Werwolf. Er war da drüben. Das kann nur ein Dachs gewesen sein. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Da ist sie. Laufen wir zum Camp. Wir gewinnen bestimmt. Kleines Problem, Jungs. Die Hälfte der Gruppe fehlt. Liam und sein blöder Werwolf. Ich hoffe, er frisst ihn auf. Tom, Liam ist in so eine Art Grube gefallen. Ich brauche das Walkie-Talkie. Ist er okay? Ich weiß nicht, Maddie ist bei ihm. Moment, wir können gewinnen. Wir können nichts dafür, dass ihr mit dem Blödmann weggegangen seid. Ich habe gedacht, er ist dein Freund. Er ist verletzt. Mr. Jeffreys? Sind Sie da? Was ist denn, Maddie? Überleg doch mal, Maddie. Shannons Bestie wurde nie gefunden. Die Knochen wurden gestohlen. Du spinnst doch, Liam. Das waren Kinder. Was sollten Kinder mit diesen Knochen anfangen? Der Werwolf existiert und in dieser Höhle lebt er. Nein, es muss eine andere Erklärung dafür geben. Und warum bist du dann mit mir hierher gekommen? Du hast gesagt, du glaubst mir. Ich hab gesagt, es wäre vielleicht interessant. Ganz bestimmt ist das interessant.
Ich habe das Gefühl, du willst was geheim halten. Hör mal, das ist doch Blödsinn, Liam. Wie bist du überhaupt hier runtergekommen? Durch den Dachsbau. Ich habe dich draußen rufen hören. Du passt in einen Dachsbau? Das kann ich mir nicht vorstellen. Leg dich hin. Ich heb den Balken an. Was? Schnell, Liam! Maddie, tu dich raus! Halt still! Du bringst doch alles zum Einsturz! Kannst du mir einen Rasterbezugspunkt nennen? Kommen. Ein Bezugspunkt? Ich weiß nicht. Der Bezugspunkt ist 185443. Bitte komm. Was hat das mit Mathe zu tun? Danke, Tom. Bring deine Gruppe zu Miss Parrish ins Camp. Ich suche Liam. Ende. Kannst du diese Idioten zum Camp führen? Ich glaube schon. Wo willst du hin? Ich muss Maddie suchen. Du kannst nicht weg. Du bist unser Kompass. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Einer von Liams Tricks, damit sie gewinnen. Folge dem Efeu. Ich weiß. Woher weiß sie, wo die sind? Sie hat's doch nicht mit Mathe. Und wir haben die Karte. Sie hat eine Menge drauf. Gehen wir. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt zurückgehen ins Camp? Was? Und unsere Kameraden zurücklassen? Ja, niemand wird zurückgelassen. Sagt mal, was hat die Hälfte eurer Gruppe überhaupt hier zu suchen? Fragen Sie sie selbst, Sir. Vorsicht! Was ist passiert? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt zusammenbleiben. Das war meine Schuld, Sir. Ich wollte was erkunden und hab mich verlaufen. Sie haben nach mir gesucht. Was machst du hier? Du gehörst doch zur anderen Gruppe. Ich hab sie auf dem Walkie-Talkie gehört, Sir. Ich dachte, sie könnten Hilfe brauchen. Wie bist du so schnell hergekommen? Ich bin gerannt. Du bist gerannt? Ich auch. Hast also einen Werwolf gesehen? Yep. Hat Maddie diesen Werwolf auch gesehen? Das finde ich ja so eigenartig. Gehen Sie nun am Montag mit uns zum Direktor, Sir, nachdem Katrina unsere Gruppe zum Sieg geführt hat? So wie es uns dargestellt wurde, waren es Jana und Shannon, die eure Gruppe zum Sieg geführt haben. Nur weil Jana meinen Kompass in den Fluss geworfen hat. Fluss? Was habt ihr an einem Fluss gemacht? Daran war Efeu schuld. Welcher Efeu? Janas imaginärer Freund. Was? Wie oft muss ich das noch sagen? Wir hatten einen Deal, Sir. Glaubt ihr wirklich, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden? Ich meine, ein Schüler hätte heute umkommen können. Und in der Schule kommt die Mode um, tagtäglich. Meinetwegen. Wir gehen am Montagmorgen gleich zu ihm und reden mit ihm, okay? Danke, Sir. Er starrt uns doch immer an. Ignoriere ihn einfach. Ich frag mich, wie ich so dumm sein konnte, ihn zu der Werwolfhöhle zu führen. Ich will jetzt nicht sagen, ich hab's ja gesagt, aber ich hab dich gewarnt. Du hast ihn gerettet, er müsste doch dankbar sein. Aber jetzt ist seine Werwolf-Theorie nicht mehr nur eine Theorie. Und ich kann nicht beweisen, dass er Unrecht hat. Er kann auch nicht beweisen, dass er Recht hat. Er wird eine Weile darüber reden und niemand wird ihm zuhören. Weißt du, vielleicht hat Maddie ihn nicht gesehen,
weil er nicht da war. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und sie muss auch was gesehen haben. Sie war doch dabei. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, sie ist der Werwolf. Maddie Smith, ein Werwolf. Ja. Du hast eine Gehirnerschütterung. Macht so viel ihr wollt, aber ich weiß, was ich weiß. Und das passt alles.